Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Jungs, Mädels, nicht wahr? Wir starten mit damit nicht. Und damit auch nicht. Ach, Jungs. Kommt davon, wenn man alles durcheinander bringt. Ja, der Tag war auch aufregend genug, ne? So. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlicher Information der Teilnehmer sind, keine Empfehlung oder Aufforderung, börsengeschäftliche Aktivitäten, jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und Lebensrisikos eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Oder sogar Kapital darüber hinaus besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss jeder Webinar-Seminar-Teilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste im Börsengeschäft in den Teilnehmer auf Beispiel Aussagen, die Seminars und Webinars berufe, weder von Dozenten noch von Forex Pro-Systemen noch von deren Partner Erfüllungsgehilfen übernommen. Übrigens gelten die lizenzbestimmten AGBs und Forex Pro-Systeme. So viel dazu. Und dann haben wir noch dazu www.ufbas.de. Okay. Wir schauen mal Punkt A. Warten wir erstmal, bis die Amis gleich in den Markt kommen. Okay. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste. Ich glaube, das, was hier heute passiert ist, das hat es, glaube ich, in der Börsengeschichte noch nicht so oft gegeben. Und wird es wahrscheinlich auch nicht so oft geben, gehe ich mal davon aus. Weil, dass da irgendwann was passiert, dass die Schweizer irgendwann die Flügel strecken, ja nicht alle, mein Freund Rolando hält selbstverständlich durch, das weiß ich, aber dass die irgendwann die Flügel strecken und nicht ewig die 1,20 halten können, war klar. Dass sie aber so völlig unverhofft aus heiterem Himmel einfach eben mal so die Nummer durchziehen und aus heiterem Himmel mitten in der Woche einfach mal mittags 10:30 bekannt geben, so, das war's. Und damit alle Finanzmärkte völlig aus der Bahn werfen, wenn man das gesehen hat, dass der Euro-Schweizer-Franken, wir werden uns wenig auf den Live-Handel heute, aber da konzentrieren, ihr werdet nachher auch verstehen, warum. Erstmal müssen die Amis das auch verkraften, was die jetzt gleich sehen. Damit wird es unkontrollierbar und ich selber bin selber ein bisschen durch den Wind. Wer auf ufbas.de die Bilder gesehen hat, weiß vielleicht warum. Ich glaube nicht, dass es in der ganzen Börsengeschichte nicht mal bei 9/11 und nicht mal bei Fukushima irgendwas Ähnliches in irgendeiner Form überhaupt gegeben hat. Der Euro-Schweizer Franken von 1,20 kommend innerhalb weniger Minuten abgerauscht um sage und schreibe bei manchen Brokern, an manchen Börsen um 3.500 Punkte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 3.500 Punkte. Parität hin und her, Parität zum Euro-US-Dollar, die hatten wir ja schon mal eingeplant, so peu à peu, dass wir zum Schweizer-Franken-Pari gehen, war auch irgendwann mal eingetaktet, dass es irgendwann mal kommt, dass wir weiter drunter fallen auf 85 Cent, glaube ich, hat so richtig keiner irgendwo eingeplant, noch keine, glaube ich, so richtig auf dem Deckel gehabt. Ähm,
was natürlich logischerweise uns mitgerissen hat, kommend von 1:17:55 in 1, 2, 3, 4, 5, in 6 Minuten fallen auf 1:15:70. 200 Punkte. So, wenn man, es gab ja eine ziemlich große Kurslücke, was ist denn genau dafür, wenn wir heute Nachmittag auch mal eingehen, was passiert überhaupt, wenn irgendwie sowas in der Form passiert, wie geht man überhaupt damit um? Dafür werden wir den Nachmittag jetzt nutzen. Ich werde vorher mal zwei Bilder, könnt ihr auch euch auch auf ufbas.de angucken. Wir haben Positionen heute Morgen eröffnet, wir waren dann mit 30 Dachsen Short, so wie es die letzten Tage angekündigt haben. Ich habe aber gesagt, es könnte sein, dass es einige Versuche kostet. Dann ist er durchgerasselt bis 9,663. Da haben wir noch ein Bild gemacht. Und das letzte Bild haben wir dann hier mal rausgezoomt. Wir sind hier heute Morgen um kurz nach 10 bei 9.921 und haben dann 20 Dachse hier nachgelegt. Genau 2-3 Minuten bevor das losging, war wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja, genau, Fabian. Du ja anscheinend auch. Ich hoffe, ohne Take Profit. Und als dann das Ding hier abgerauscht ist, volle Granate und hier zurückkam, habe ich dann beschlossen, hier unten raus auszusteigen mit. Es war klar, dass er hier einen Rücklauf macht, was uns verunsichert hat. Zeige ich auch gleich nochmal auf Ufbas. Dass hier einen Rücklauf machen muss, war vollkommen klar. Und wenn man in 3 Minuten oder 4 Minuten so eine Nummer mitmacht, dann soll man auch mal Danke sagen. Wir haben noch geschrieben, die 10.000 haben wir ja noch nicht gesehen. Deswegen Ufbas. Wir schauen heute Nachmittag mal drauf. So, jetzt sind wir genau an der 10.000. Die, wo er jetzt ein bisschen rumeiert. Wenn er da jetzt durchballert, dann ballert er richtig durch, dann geht er wahrscheinlich Richtung 10.1, aber das Verhalten, was er jetzt im Moment zutage legt oder was er jetzt gerade zeigt, spricht eher nicht gerade dafür, weil er hat nur mal ganz kurz da oben drüber gelugt, jetzt war er kurz da drüber, aber ich habe das heute Mittag irgendwann geschrieben. Und jetzt hat er da mal drüber gelugt. Und da oben haben doch nicht so viel Kauforder gelegen, wie man vermutet hat oder wie man gedacht hat. Sonst wäre er jetzt durchgeschossen, hätte noch 100 Punkte oben drauf gelegt. Das hat er nicht getan. Sondern die kämpfen jetzt mit der 10.000er Marke. Da oben liegen ein paar Stops, da oben liegen ein paar Limits. Und deswegen wird es auch schwierig sein. Man kann gar nicht bei allen Brokern handeln. Ich habe vorhin einen Bericht gesehen, wo erzählt wurde, dass der Euro-Schweizer-Franken bei manchen Brokern mit 1.000 Punkten Spread gehandelt wurde. Und dieses Szenario hat der Markt auch noch nicht ganz verkraftet. Bin ich mir sicher. Ein Broker hat den Handel sogar eingestellt. Wer war das? Also bei WH geht's noch. Okay, Q-Trade ist ja nur kein eigener Broker. Q-Trade handelt ja über Active Trades. Also da müsste Active Trades den Handel ja eingestellt haben, oder? Weil Q-Trade ist ja eigentlich nur von Active Trades gelabelt, soweit wie ich weiß.
Aber das ist eben so, wenn die Märkte so durcheinander geklatscht werden, ne? Wir werden uns wahrscheinlich morgen, nächste Woche damit intensiver befassen. Also mir fehlen auch die Worte und jetzt fällt es mir auch schwer zu analysieren und längerfristiges rauszupulen, weil an unserer eigentlichen Analyse, die wir auf UFBAS schon seit Tagen schreiben, hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert. Seit Tagen oder seit Wochen sagen wir, Euro sollte eigentlich mit einem Spike runter, aber nicht so weit, von 1,1580 war, fällt mir gerade was ein, wir hatten im 4-Stunden-Chart noch eine Nummer. Ich suche das mal schnell. Da. So, eins, wir haben gesagt, das nächste Zwischenziel, 1,1555. Wann haben wir darüber gesprochen? Gestern, ne? Gestern früh, dass wir das als nächstes nach unten auf dem Deckel hätten. Tief, 1,1575, wir haben uns um 20 Punkte verrechnet. Entschuldigung. Also meiner Meinung nach, diese Kerze hier, die spricht Bände. Runter, so ziemlich das letzte Ziel, ich werde wahrscheinlich anfangen müssen, meinen 4-Stunden-Chart hier neu aufzubauen, so ziemlich das letzte Ziel, was überhaupt ging, hat er jetzt hier unten fast abgearbeitet. Vielleicht geht er mit einem Spike nochmal da drunter. Aber dann sollte auch dringend eine Erholung anstehen. Er ist jetzt gekommen von 1,2580 bis 1,1580, also 1000 Punkte, ohne irgendwie größere Haltepunkte. Und auch jeder Bus muss irgendwann mal tanken. DAX-Szenario, bleibe ich bei meiner Aussage, die wir seit 2 Wochen getroffen haben. Und die wir vorhin auch nochmal geschrieben haben, wir haben die 10.000 noch nicht von oben gesehen. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, wenn der DAX über 10.000 loopt, fangen wir an zu shorten. Siehst du, jetzt habe ich gerade das Fenster aufgemacht. Einsteigen sollte man wahrscheinlich jetzt. Ich würde jetzt im 10.000er Bereich einsteigen und den Stop bei 10.100 irgendwo hinlegen und dann relativ schnell, wenn er wieder unter 9.9 fällt, den Stop auf Break-Even ziehen und dann gucken, was passiert. Klatscht er da durch, dann fliege ich im Break-Even raus, dann muss ich den nächsten Anlauf abwarten. Es kann durchaus sein, dass mehrere Anläufe notwendig sind, aber das ist jetzt eine sehr gute Einstiegsmarke, weil das, was er machen sollte, hat er gemacht. Er hat über die 10.000 geloopt, hat sich die 10 einmal von oben angeguckt, war sogar im High bei 10.030. Und wir gucken uns das Spiel mal einfach an. So. Gucken, ob ich einen anderen Tagesstart finde. So. Da haben wir ihn. So, das ist jetzt geschehen. Er müsste jetzt heute einen Schlusskurs nach Möglichkeit unter den alten Hochs, besser sogar unter so im Bereich um 9.900 machen. Das heißt, er müsste jetzt um 100 Punkte fallen, damit das Szenario wirklich seinen Lauf nimmt. Und dann kann man erkennen, dass die Stops hier abgearbeitet wurden. Ansonsten müssen wir sogar damit rechnen, dass sie die Stops hier oben drüber noch holt, über 10.1.
Was ja auch nicht unwahrscheinlich ist. Wir haben vorhin gerade über Q-Trade gesprochen, wo ich gesagt habe, das wird wahrscheinlich Active-Trade sein. Ich habe gerade gesehen, dass Rolando mir das sogar geschrieben hat, Active-Trades war es. Hatte ich auch vermutet. Wer mal meine Story gesehen hat und mal ein bisschen nachverfolgt hat, bei welchen Brokern ich gewesen habe und vielleicht das eine oder andere kennt und noch weiß, dass ich mal von einem Broker fürchterlich was auf die Nase gekriegt habe, weil er mir Positionen rückabgewickelt hat, weil ich denen zu viel Geld verdient habe, der weiß dann jetzt auch, welcher Broker das war. Das sind nämlich genau diese Jungs, die sich unsere Kohle in die eigene Tasche stecken und die dann auch nicht wollen, dass wir Geld verdienen. Das wollen die einfach vermeiden. Was ja auch manchmal mit Erfolg gelingt. Sollen sie es vermeiden. Aber deswegen sind wir ja auch bei WH. Auch wenn die wie alle irgendwo vielleicht auch eine kleine Macke haben. Ich meine, wir alle, die sich in diesem Markt bewegen, haben irgendwo einen an der Klatsche. Wir ja sowieso. Dann rennen die aber auch vorne weg. Sollte den Leuten zu denken geben, die bei solchen Brokern handeln. Warum hat das ein Broker nötig, wenn er Kurse nur durchlotst, nur durchroutet, unsere Aufträge nur durchroutet und ausführen lässt? Warum hat er das nötig, einen Handel auszusetzen? Die Nummer, die hat früher RBS ganz gerne gemacht, Market Index von der Royal Bank of Scotland, ne Martina? Gruß nach England. Du kennst das wahrscheinlich auch noch. Mir ist es ein paar Mal passiert, wenn dann so eine Sachen kam, dann kriegte ich von den Jungs sofort die Meldung, aufgrund ungünstiger Marktbedingungen ist ein Handel zurzeit nicht möglich. So, dieses Spiel jetzt abwarten, dann wird jetzt gleich noch ein bisschen nervös hier hin und her zucken. Um 4 dürfte die Richtung feststehen. Um 16 Uhr. Sollte man sehen. Wenn man es schafft, sollte man sich hier dann sehen, dort reinzuschauen. Man kann ja mit einer kleinen Position anfangen. Ist ja nicht schlimm. Wenn man hier mit ein oder mit zwei Dachsen reingeht in diesen Bereich und Stop über 10,1 liegt, dann hat man 150, 200 Euro Risiko. Fällt das Ding, wie wir gesagt haben, bis 9.000, hat man 2.000 verdient. Sagt der Anfang. Aber sich darauf einschießen, dass eventuell mehrere Anläufe notwendig sind. Wenn man so eine Position relativ schnell absichern will. So. Dazu gucken wir uns das Spiel hier mal an. Da sehen wir, wie er hin und her springt. Hat hier oben genau das gemacht, was wir letzte Woche schon geschrieben haben. Einmal die 10.000 von oben durchluken und dann kann es aber durchaus sein, dass er das normal macht. Das muss nicht sein, dass er es jetzt im ersten Anlauf schafft. Aber das werden wir sehen. Geht er hier unten durch unter die 9.900, kann man anfangen, diese Position aufzustocken. Wer da oben anfängt, kann man sie unten aufstocken. Dann hat man einen Durchschnittseinstiegspreis von 9,59, Stop auf Break-Even und dann kann man ihn mit der doppelten Positionsgröße fallen lassen. So viel dazu. Jetzt haben wir natürlich vor lauter Gelaber vergessen, uns den Dow Jones anzugucken. Ja, der holt erstmal das nach, was er versäumt hat. Scheiße. Warum sagt keiner was? Schießt von 4,70 auf 5,20, um von 5,20 um 150 Punkte in 10 Minuten zu fallen auf 3,70. Warum nicht? Georg hat 47 Punkte rausgeholt und deswegen hat er auch die Klappe gehalten. Danke, Schätzelein. Das nächste Mal halte ich auch die Klappe, wenn ich irgendwas mache. Und sperre ich dich aus. Schloch. Nein, nichts Schlimmes. So. Ups. So, jetzt müssen wir erstmal diese Hürde hier schaffen, dass er hier da drunter kommt. Ansonsten wird er wahrscheinlich nochmal Luft holen und da oben nochmal durchschießen. Aber wir warten bis 16 Uhr und gucken uns das ganze Spiel um 16 Uhr an. Und 16 Uhr werden wir auch sehen, wie, wenn die neuen
Stundenkerzen und so weiter kommen, was da passiert. Wo der DAO zu finden ist. Richtig, 16 Uhr kommen auch noch Zahlen, die kommen erschwerend dazu. Richtig, Georg, danke. Bist ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Den DAO findest du unter CFDs. So, und ich sage es hier, Chart öffnen, WAS, CFD, Index, America und US Wall Street 30. Amen. Da findest du ihn, da kannst du ihn dann öffnen, okay? Wenn du es jetzt nicht mitgeschrieben hast, kannst du es aber gerne in der Wiederholung, in der Aufzeichnung kannst du dir das dann gerne angucken, dann siehst du das ja auch. Aber da sieht man wieder, genau wie ich vorhin gesagt, der Markt ist kaum handelbar. Euro bei 1,1640. Der DAO in 2 Minuten 70, 50 Punkte hoch und in den nächsten 10 Minuten 150 Punkte runter. Da sollte man sich wirklich bedeckt halten, es sei denn, man hat ein festes Szenario und eine feste Vorstellung vom Markt, was man machen will. Hier kann man sich durchlesen, wie unsere Denke ist. Da haben wir schon mal geschrieben, er muss unter 9,9 bleiben. So, da haben wir die 10.000, 10.100 schon mal anvisiert. Und wenn man sich diese ganzen Sachen hier einfach mal durchliest, dann weiß man auch, dass wir, ebenfalls ich, der Meinung bin, dass wir jetzt nach der 10.000 eventuell erstmal einen kräftigen Abverkauf sehen, bevor wir einen neuen Anlauf nehmen nach oben. Also einen richtigen Anlauf, also nicht dieses Gedümpel hier zwischen 9,6 und 10, sondern einen richtigen Anlauf, ich sag mal auf die 11.000, 10,5, 10,2. Falsche Tageschart, wartet, ich habe noch einen anderen, der ist nicht ganz so schlimm, den hier. So, die 10.000 wird jetzt eine Weile umkämpft bleiben. Das war die erste Abwärtsstrecke und wir sollten bis zur 9000 Minimum korrigieren, vielleicht sogar bis zur 8,7 oder so. Das heißt, uns fehlt noch die zweite Abwärtsstrecke, die jetzt kommen sollte oder kommen könnte. Dazu muss der Kurs heute jetzt nach 16 Uhr irgendwo Richtung Süden marschieren und sollte heute unter 9.910, 9.920 schließen. Oder durchknallen und da oben alles abräumen, dann war es das mit der Abwärtsstrecke. Da brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Euro 1,1634, undenkbar.
Freier Fall. Schon erstaunlich, ne? Der Dow ist 0,2% im Verlust und der DAX 2% im, ja, der Dow 0,2% im Verlust und der DAX 2% im Gewinn. Der Euro bewegt sich im freien Fall. Ja, Disziplin ist auch dann die Finger aus dem Markt zu lassen. Wie gesagt, DAX-Position in diesem Bereich shorten. Wir müssen über nächste Woche nochmal reden. Schön, dass wir immer alle zuhören, dass aber keiner irgendwo mal was korrigiert, finde ich. Weil der Zinsentscheid ist gar nicht nächste Woche Mittwoch, sondern ist nächste Woche Donnerstag. Was ich noch entscheidender finde, wo ich erstmal gucken muss, ob mal unser Anbieter das vielleicht auch nur verpennt hat, dass es keine Pressekonferenz danach ist. Die ist sonst immer im Anschluss an den Zinsentscheid, ist immer die Pressekonferenz, die ist diesmal nicht. So wie Rolando schon mal richtig geschrieben hat, da hatten wir auch vermutet, dass die EZB, wenn die EZB ihren Zinsentscheid durchgibt, dass im gleichen Rutsch die SNB ihre 1,20 vielleicht aufgibt, dass sie das vorwegnehmen, das ist eine harte Nummer. Aber dann haben wir ja noch eine Woche Zeit bis zur Parität, da braucht Draghi nächste Woche nur ein bisschen Scheiße erzählen und dann haben wir den Dollar 1:1. Was muss da sein, Georg? Ja, der Meinung war ich ja auch, dass die da sein sollte. Aber wenn ich gucke, Euro 1,1620, ja warum nicht? Der Dow schmiert auch immer weiter ab. Und wenn ich jetzt gucke auf nächste Woche Donnerstag, vielleicht hat jemand noch andere Informationen, andere Quellen. 13.55 Uhr Zinsentscheid und keine Pressekonferenz. Dass sie die nur vergessen haben abzudrucken, habe ich noch nie gesehen. Aber ich werde mal auf andere Seiten suchen und dann werden wir am Dienstag, sind wir dann auch schlauer, beziehungsweise zum Wochenende, wenn wir Termine für nächste Woche festlegen, dann sind wir auch schlauer und wissen, was nächste Woche abläuft. Und dann legen wir auch entsprechend die Termine fest, okay? Nee, ich habe sonst keine Angst vor dem Markt, aber heute habe ich höchsten Respekt. Angst und Geld hat meine Familie nicht gehabt, aber Respekt vor dem Markt, den habe ich gelernt. Und teuer bezahlt. Ja, Rolando, deine Analyse, die ging super auf. Rolando hatte mir vor 14 Tagen oder sowas für den Januar gesagt, das Tief im Euro bei 1,1640 und eventuell 1,1550. Wir haben heute den 15. Wir hatten das für Ende Januar angedacht. Aber schau mal, ich werde mal übers Wochenende googeln nach der Pressekonferenz und dann, naja, der Zinsentscheid ist 13,45. Den haben wir ja auch.
Ja, vielleicht hat mein Anbieter das nur vergessen, weil hier ist 13,45 und dann war's das, nichts weiter. So, wenn sie jetzt nicht um 16 Uhr was Klares ergibt, dann gehen wir ins Wochenende. So, ich gucke gerade mal auf dem Anbieter, den Uwe G. mir gerade geschickt hat. Ja, die EZB will den Rhythmus umstellen, ich weiß. Auf sechs Wochen und nicht mehr jeden Monat. Jens Ole, danke für, oder Jens, deine E-Mail heute. Ich bereite mich da mal drauf vor. Das benutzen wir nächste Woche mal als Thema und werden das nächste Woche mal ein bisschen auseinanderpflücken, wenn du nichts dagegen hast. Ich muss erstmal wieder einen klaren Kopf kriegen, weil Marc wurde ja doch ein bisschen durcheinander gewirbelt hier heute und hat ja doch ein paar Löcher gerissen, wo ich erstmal, was auch mal von ein paar Analysen hier über den Haufen geschmissen hat, die muss ich erstmal auseinanderpflücken. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, aber ich behalte deine Mail auf Halde und werde die nächste Woche in den Webinaren wahrscheinlich nachmittags, Dienstag, Nachmittag oder so benutzen und werde die auseinanderpflücken. Okay, dann telefonieren wir nächste Woche, Frank. Du bestimmst erst Tempo oder einen Termin. Schick mir eine Mail mit einem Terminvorschlag und dann kriegen wir das auch geregelt. So, wir haben jetzt 56. Wir warten jetzt noch die paar Minuten bis 16 Uhr. Und wenn sie mit der 16 Uhr Eröffnung, 16 Uhr, 16 Uhr 1 nichts weiter ergibt, dann nehmen wir den Bereich da oben 10.020, 10.030. Für heute mal als Doppeltop hin und dann verkrümme ich mich. Also so konträr haben wir das auch lange nicht gesehen, dass der Dow 0,4 Punkte im Verlust ist und der DAX 2% im Gewinn. Das heißt, der DAX hat noch verdammten Nachholbedarf. Nee, kein Kaffee, Tee. Und was mit Tee? Welches Video meinst du, Johannes? Ja, der Euro scheint doch zur Erholung anzusetzen. Aber mal gucken, was in 2,5 Minuten passiert. Vielleicht holt er auch nur Luft. Das von heute. Ach so, das haben wir gestern Nacht hochgeladen. Ja, das ist ein Kurzfilm. Ich habe hier zwei Regisseure gehabt und einen Regisseur hier gehabt und einen Tonfritzen, die bei uns im Büro mal ein paar Sachen gefilmt haben, so als Imagefilm, den wir hochladen konnten. Wer sich den angucken will, ein bisschen Eigenwerbung ist ja erlaubt für die 2 Minuten, die wir noch haben. Unternehmen über uns kann sich den hier gerne angucken.
bei uns auf der Homepage Unternehmen und dann auf über uns und dann ist hier der Film und dann wird man auf YouTube verlinkt und dann kann man sich den dort anschauen, wenn man will. Und man kann auch auf YouTube, wenn man will, mal ein Like geben oder so. Man kann mal so einen Daumen nach oben halten und mal einen Daumen nach unten drücken. Das spült ja vielleicht die Videos auch ein Stück nach vorne und zieht vielleicht auch den einen oder anderen User mal da drauf. Und vielleicht kriegen wir unsere Community ja dann auch noch ein bisschen größer. Ja, 1,5 Minuten noch. Ich werde die 1,5 Minuten überbrücken, indem ich jetzt mal den Vormittag und den Nachmittag oder den Morgen und den Nachmittag mal zusammenfasse und werde mal die Performance abfragen. Bitte darauf achten, wie haben Sie heute abgeschnitten? Also heute Morgen und den Vormittag, wenn ihr irgendwas gehandelt habt, und macht bitte mal eure Kreuzung. Dann haben wir diese 1,5 oder 2 Minuten auch noch gut überbrückt. Mike, ich gehe mal davon aus, du hast ein iPhone, oder? Oder hast du ein Android-Handy? Okay. An welche E-Mail-Adresse kann ich dir das schicken, Mike? Ich habe sie schon. Ich habe dir eine Mail geschickt mit der Anleitung. Okay. Der Euro hat sich ein bisschen nach oben entwickelt und der DAX bleibt an der 10.000 hängen. Oliver S. aus Berlin oder Brandenburg. Ich habe dir, ja, können wir machen. Ich habe dir neulich meine Handynummer. Berlin, okay, sorry. Ich habe dir neulich auch auf die Mailbox gequatscht, habe dir meine Handynummer gegeben. Du erreichst mich sonst nach 17 Uhr auch über meine Handynummer. Einfach probieren. Ich weiß ja nicht, ob ich hier im Büro bin oder ob ich unterwegs bin. Aber meine Handynummer hast du ja. Okay. Dann soll's das jetzt gewesen sein. Und wir verkrümeln uns und sehen uns dann wieder am Dienstag in alter Frische früh morgens und vielleicht auch am Dienstag Nachmittag. Ja, tschö, eine schöne Idee, Jens. Alles klar, merken wir uns für morgen. Okay, in diesem Sinne, euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder Dienstag früh in alter Frische, okay? Tschüss, tschüss und moin, moin.